So, unser Wasser ist alle. Wir müssen mal wieder Wasser filtern. Und wie viele da draußen haben auch wir den Sawyer Wasserfilter. Das ist ein mechanischer Filter. Da sind ganz viele kleine Rohre drin, wo man das Wasser durchpustet und dann wird das Wasser durch die Außenwände der Rohre gedrückt. Und die sind so klein, dass sie bis zu 99,99% alles rausholen, was da so drin ist. Zu empfehlen ist noch hier so eine halbe PET-Flasche, damit man damit das Wasser schöpft und das in diese Squeezer-Flasche besser reinkriegt. Dann kommt der Filter oben drauf und dann drückt man das einfach in das Gefäß, was man möchte. So, wie das aussieht, zeige ich jetzt mal so ein bisschen. Und rein in die Flasche. Hältst du mal bitte? Den ersten Schuss, den spritze ich immer wieder zurück, weil da ist ja vom letzten Mal noch ein bisschen olles Wasser drin. So, und dann kann man das hier mit der Flasche schön durchdrücken. Der Beutel, der ist richtig robust. Und der hält auch eine Weile. So, Filter wieder ab, Beutel wieder voll machen. Scheint aber nicht viel Dreck drin zu sein. Also hier sieht man nichts. Nee, wahrscheinlich ist es auch total überdressed hier in Schottland. Das kann man wahrscheinlich so trinken. Aber ich bin da so ein bisschen pingelig, was Wasser angeht. Ich habe hier keine Lust mit Durchfall rumzulaufen. Deswegen ist mir das lieber. Gerade wenn man es nicht nochmal abkocht oder so. Und da dieser Filter, wie gesagt, nur Bakterien und Sporen und Feststoffe rausfiltern kann, aber keine Viren. Die Viren, die sind immer noch enthalten, sollten hier welche drin sein. Haben wir noch eine zweite Stufe. Wenn wir unseren Wasser filtern, da gibt es von SteriPen einen Aufsatz für Weithalsflaschen. Der sieht so aus, mit der Dichtung. Den kann man dann raufschrauben. Und dann kann man diesen SteriPen, das ist eine UV-Lampe hier vorne drin. Dann kann man den hier einführen. Der dichtet mit der Gummidichtung ab. So. Dann gibt es hier einen halben und einen ganzen Liter. Jetzt blinkt er, der wartet auf Wasserkontakt zwischen den zwei Polen. Und wenn ich den jetzt reinmache, dann springt die UV-Lampe an. Was man jetzt hier im Hellen vielleicht nicht so sieht. Aber wir können noch mal ein Bild einblenden. Wir haben das ja letztens an der Barbridge gemacht. Im Dunkeln, der im leuchtet wie... Im Stockdunkeln. Aber doch, das Lila sieht man hier. Das ist so ein Abenteuer. Gut, jetzt shakt man hier das Wasser ein bisschen rum, dass es in Bewegung ist. Und fast jedes Wasser da mal dran vorbei schwingt. Und jetzt killt das UV-Licht die Viren. Ja, und wenn das fertig ist, dann ist es trinkfertig. Dann kommt es in unsere Behälter rein, in die Wasserblasen oder in den Trinksack. Und dann können wir es trinken unterwegs. Ich verlinke mal das ganze Zeug, was wir hier benutzen, unten in den Videobeschreibungen. Und vielleicht ist es ja auch was für euch. Also für uns, das haben wir bisher schon immer bei gehabt und haben damit echt gute Erfahrungen gemacht. Ist einfach sicherer, als so mit der Tasse rein und trinken. Ja. Hier ist doch so viel Grünzeug so drin. So, jetzt ist er fertig. Jetzt sagt er durch das Blinken grün, dass es ja, geklappt hat, die Sterilisation. Ja, that's it. Bei dem Aufsatz hier ist noch ein Filtereinsatz da. Falls das Wasser zu sehr versetzt ist mit Schwebstoffen, kann man das vorher noch hier durchjagen und dann werden die Schwebstoffe schon mal rausgeholt, bevor man es durch den Sawyer macht. Also das System ist echt schlüssig und eine gute Sache, gerade für so eine Weithalsflaschen. So, hier seht ihr nochmal unser ganzes Equipment, also eine halbe PET-Flasche zum Wasser schöpfen, in die Squeezer-Flasche rein, Filter drauf, durchfiltern. Wenn ihr fertig seid, sauberes Wasser, gefiltertes Wasser hier in der Spritze aufziehen und entgegengesetzt der Richtung freispülen zum Saubermachen. Das ist ein Strohhalm, der kann oben direkt draufgesetzt werden. Das ist der Vorfilter bzw. Adapter für den SteriPen, der SteriPen selber. Ganz witzig, das Ding hat hier unten einen ganz normalen Anschluss für eine PET-Flasche. Also ihr könntet den auch quasi hier auf die Flasche oben drauf machen und gleich draus trinken. Ihr könnt ihn hier drauf lassen, gleich draus trinken.
Ihr könnt den Strohhalm als Verlängerung ranmachen, gleich aus dem Fluss trinken. Also das ist wirklich multifunktionell und richtig geil. So, dann kann die nächste Tour beginnen.